Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich eins vorausschicken. EUNAVFOR Med zu 4 ist eine gute Mission und wir werden der Mission auch nach den Beratungen in den Ausschüssen auch zustimmen. Aber die Mission zeigt auch das Dilemma, in dem wir bei der Bekämpfung von illegaler Migration im Mittelmeer stecken. Das Ziel der Mission ist die Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Der Erfolg der Mission ist, dass bereits heute 38.000 Menschen aus Seenot von der Mission gerettet worden sind. Und meine Damen und Herren, der bittere Beigeschmack des Erfolgs, und auch das wurde immer wieder mal angesprochen, ist, dass die Schlepper mittlerweile die Rettung mit einkalkulieren und die Flüchtlinge aus Kostengründen mittlerweile teilweise in Boote setzen, die gar nicht geeignet sind, bis nach Italien zu kommen, sondern sie damit kalkulieren, dass sie auf dem Weg dorthin mit gerettet werden. Die Lösung, liebe Frau Brugger, ist nicht, die Mission einzustellen. Das fordern wir auch nicht. Weil selbst wenn wir die Mission einstellen würden, werden sich immer noch Menschen in Boote setzen, werden immer noch Menschen in den Booten ums Leben kommen. Die Lösung dieses Dilemmas kann nur an Land in Libyen erfolgen. Und wenn es nicht gelingt, in Libyen ein Mindestmaß an Frieden, an Stabilität, an Sicherheit und Entwicklung zu gewährleisten, wird diese humanitäre Katastrophe, die wir in den Lagern, die wir auf hoher See erleben, sich absehbar ja noch verschlechtern. Und wir sehen doch genau die Entwicklung der Flüchtlingszahlen. In diesem Jahr sind bereits 54.000 Flüchtlinge aus Libyen in Italien angekommen, 45% mehr als im Vorjahr. Wir wissen, wenn die Entwicklung im Sommer so weitergeht, dass es am Ende des Jahres 300.000 sein werden. Im letzten Jahr waren es 180.000. Und wir wissen aus vielen Schätzungen von IOM und UNHCR, dass sich in Libyen noch circa zwischen 700.000 und 1 Million Menschen aufhalten und auf eine Überfahrt warten. Und um dieser Katastrophe etwas entgegenzusetzen, braucht es internationale Hilfe, vor Ort in Libyen. Aber die kann nur erfolgen, wenn es zumindest eine Perspektive auf Frieden, auf Aussöhnung gibt. Und meine Damen und Herren, da gibt es in den letzten Wochen durchaus zarte Pflanzen, Signale der Hoffnung, die wir vernehmen. Die Nachbarstaaten Algerien, Tunesien, Ägypten übernehmen Stück für Stück Verantwortung. Es ist zumindest gelungen, gemeinsame Gespräche der Konfliktparteien in Abu Dhabi zu organisieren. Jetzt weiß ich auch, dass diese gemeinsamen Gespräche noch lange keinen Frieden bedeuten und noch lange kein Ergebnis, auch tragfähiges Ergebnis darstellen. Aber es ist immerhin besser, wenn sie miteinander reden, wie wenn sie nicht miteinander reden würden. Meine Damen und Herren, wir können das auch unterstützen. Und Bundesminister Gabriel hat es vorher angesprochen, indem wir als Europa eine konsistente Politik auch gegenüber diesen Ländern mit verfolgen und nicht differenziert jeder seine eigenen Interessen verfolgt. Und wir müssen vor allem verhindern, dass in Libyen ein Stellvertreterkrieg mit entsteht. Was wir denn auch erkennen, ist, dass zum Beispiel Ägypten oder zum Beispiel Russland auf Seiten des General Haftars ihre eigene Politik auch mit verfolgt. Und erst wenn das gelingt, dann kann die Hilfe, die Minister Müller auch fordert, nämlich UNHCR-Standards auch in den Flüchtlingslagern in Libyen zu schaffen, erst dann kann die wirkungsvoll einsetzen. Und dass die Politik auch von Migrationspartnerschaften wirkt, sieht man am Beispiel Niger. Wir hatten die Situation, dass in Niger eines der Hauptrouten, eines der Hauptländer, der Transitländer der Flüchtlinge sind. Wir hatten im letzten Jahr nach Schätzungen von IOM über 300.000, die durch Niger durchgegangen sind in Richtung Libyen. Wir haben in diesem Jahr auch durch die Zusammenarbeit mit Deutschland, mit der EU erreicht, dass es nur noch wenige 10.000 sind, die durch Niger durchgegangen sind. Das heißt, die Hilfe wirkt. Und diese Hilfe müssen wir fortsetzen in den Nachbarländern und so bald als möglich auch in Libyen selbst.
Das ist der richtige Ansatz. EUNAVFOR-MED ist ein wichtiger Baustein, aber es ist nicht die Lösung. Und den Soldaten, die für uns diesen Auftrag erfüllen, rufe ich zu: Wir danken euch. Wir danken euch für euren Einsatz, für euer Engagement, für euren Dienst. Und meine Damen und Herren, wir werden nach intensiven Beratungen, konstruktiven Beratungen in den nächsten Wochen voraussichtlich dieses Mandat auch verlängern. Und ich bitte dafür schon jetzt um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und jetzt hat Volker Moosblech für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Bitte schön.